Dürre Stellen und kahle Ästchen, die sogenannte Glatzenfichte, so hat man die traditionelle Fichte hier am Rathausplatz getauft. Am Mittwoch ist sie hier angeliefert worden. Jährlich kommt eine Fichte, die hier dann am Rathausplatz platziert wird, aber dieses Jahr scheint die Fichte doch sehr spärlich geworden zu sein. Einige User auf Twitter sprachen spöttisch davon, dass man hier eine Schönheits-OP für die Fichte brauchen würde, beziehungsweise dass es doch noch einiges zu tun gäbe, um diesen Baum präsentabel machen zu können. Um 9 Uhr am Mittwoch wurde die Fichte angeliefert und sie soll dieses Jahr den Christkindlmarkt schmücken. Der Baum ist 30 Meter hoch und 130 Jahre alt. Er kommt aus dem Burgenland und ist somit älter als sein Herkunftsland, das 2021 seine 100-jährige Zugehörigkeit zur Republik Österreich sammelt. Im Moment sieht die sogenannte Glatzenfichte aber noch nicht wirklich schön aus. Am 13. November soll sie dann vom Landeshauptmann Doskozil und unserem Bürgermeister Ludwig hier feierlich illuminiert werden. Da wird es auf jeden Fall noch einige Schönheitskorrekturen brauchen, bis die Fichte hier im Lichte erstrahlt.